So, heute widmen wir uns den letzten beiden Leveln, die wir brauchen, wo uns noch Käfige fehlen, und danach geht's dann in die Süßigkeitenwelt. Wahrscheinlich nicht mehr heute, aber trotzdem wollte ich's mal gesagt haben. So, hier fehlt uns, glaube ich, noch ein Käfig. Habe ich das jetzt richtig im Kopf? Ich hoffe einfach mal. Keine Ahnung, warum ich überhaupt hier hochgegangen bin. Eigentlich unnötig, glaube ich. Da oben waren wir ja auf jeden Fall schon. Da haben wir uns schon gut genug umgesehen. Ich glaube fast nicht, dass uns da noch was fehlt. Den Knast da oben hatten wir auch schon, so viel weiß ich noch. Ah ja, jetzt kommen wieder diese super ekligen Stellen hier. In einem Level ging es ja irgendwo hier links runter, wo man dann an diese... an diesen Fliegengriffen, Fluggriffen, was auch immer, sich festhalten musste. Oh Gott, ich hasse diese Stelle. Aber das haben wir ja schon gemacht und da gab es, glaube ich, eh nur ein Leben. Von daher, es fiel mir nur gerade ein. Deswegen habe ich es gerade gesagt. Oh Gott, an die Stelle erinnere ich mich auch noch. Eigentlich hätte ich es mir auch einfacher machen können. Hier kann man schließlich rennen. Genau, das ist die Stelle, glaube ich. Da müssen wir jetzt aber gar nicht hin. Kein Risiko eingehen. Ah, ich glaube, wir haben auch ein Leben dazu bekommen. Irgendwann gerade. Das ist mir noch nicht mal aufgefallen, aber ich glaube, eben hatten wir nur 7. Sehr schön. Ach Gott. Ich hasse diese Hunde. Diese Hundesöhne. Ich hoffe mal, da unten gibt es jetzt nichts. Und ich hoffe, hier finge nicht der Sidescroller an. Oh Gott, jetzt wäre ich fast noch runtergelaufen. Das wäre noch das Highlight gewesen. Da oben, da kam ich doch letztes Mal nicht hin und weiß eigentlich immer noch nicht, wie ich hinkomme. Wäre eigentlich mal eine interessante Sache zu wissen. Nur so, just for fun. Das würde mich gerade mal echt interessieren, verdammt. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade in der Aufnahme gesehen hat. Ich habe das Fenster verschoben. Warte, mache ich nochmal. Okay. Ja, gut. Schön in den Stacheln landen, das halte ich immer für die beste Idee. Da ist jetzt irgendwas gespawnt. Ach, okay. Lol. Das wusste ich noch nicht mal. Ich habe jetzt nachgeguckt und mich gefragt, was das heißen soll. Und dann finde ich es einfach durch Zufall heraus. Ja, ich bin schon so ein Genie. Glaubt mir eh keiner. Aber es war so. Okay, das war jetzt irgendwie offensichtlich. Ich habe keine 10 Tinks mehr. Das ist doch nicht wahr, aber da oben sind noch welche. Kann ich da jetzt hin, ohne dass die... Ah, die sind da unten lang gegangen und kommen jetzt natürlich wieder. Ja genau, tötet mich am besten noch. Jetzt warte ich halt, bis die weg sind. Wie soll ich denn an denen da dran kommen? Das ist jetzt aber irgendwie blöd. Z ist doch jetzt nicht the truth. Oh Gott, ich wusste nicht, dass der sich runterfallen lässt. Das würde natürlich erklären, wie ich da dran komme. Dann kann ich einfach von da rechts dran springen. Okay, die Augen sammeln sich da schön in dieser Grotte. So, jetzt kann ich mir ja wunderschön diesen Punkt holen. Und dann direkt zum Zauberer gehen. Gefängnis gibt es ja scheinbar eh nicht, aber egal. Zauberer ist auch ganz gut. Pling, hat direkt mal die Musik aufgehört. 15 Tinks müssen wir kriegen. Könnten wir hinkriegen, wenn wir nicht aus Versehen auf irgendeine falsche Wolke springen. Ja, bisher läuft es ganz gut. Hab die Zeit gerade gar nicht im Auge. Aber das Timing bei den Wolken kenne ich ja inzwischen einigermaßen. Zum Glück. Oh Gott, da muss man echt aufpassen, dass man nicht aus Versehen auf eine falsche Wolke springt. Dann hätte man nämlich verkackt. Oh Gott, und wenn man da einmal runterfällt... hat man sowieso auch verkackt.
Nein. Und das war das, was ich meinte. Ah, haben wir aber noch geschafft. Glück gehabt. Ein Fehltritt darf man sich offenbar erlauben. Perfekt. Ja, gut, wir wissen's. Komm, mach weiter. Perfekt, perfekt. So, jetzt bevor er uns hier nochmal reinholt. Na, natürlich sind jetzt alle wieder da. Kann ich da durchlaufen? Ich trau mich nicht. Okay, konnte man. Umso besser. Ach, guck mal, die. Okay, die Tinks sind auch wieder gespawnt. Das finde ich ganz gut. Ja, da wollte ich jetzt eigentlich nicht drauf. Aber danke, Spiel, für die Möglichkeit. So. Echt geil, dass ich das jetzt durch Zufall noch gefunden habe. Vor allem, dass ich das letztes Mal nicht gehört habe, dass da was gespawnt ist, als ich den Punkt eingesammelt habe. Mysterious. So, ich meine, da unten wären wir gewesen, oder? Ich kann jetzt zur Sicherheit nochmal hingehen. Da kann ich einfach so hinspringen. Jo. Ja, ist nichts gespawnt, also vermute ich mal, dass wir schon da waren. Okay. Man will es ja nicht vermasseln, deswegen immer schön vorsichtig. Bams. Oh Gott, hier kommt auch irgendwann wieder diese Verfolgungsstelle. I just don't know where. Okay, so geht's auch. Hallöchen, Herr Mr. Fotograf. So, wenn, dann müsste das da unten sein, aber ich kann mich sogar erinnern, dass wir hier waren. Von daher alles easy. War das hier nicht der Side-Scroller? Ja, doch, war er. Da hätte ich vielleicht gar nicht unbedingt warten sollen. Oder mich einfach nicht hätten töten lassen. Hätte töten lassen sollen, was auch immer. Es war dumm. Einigen wir uns darauf. Haben wir das Leben schon mal wieder direkt elegant verbraucht. Und meine Goldfaust ist dann auch weg. Ist eigentlich das viel Schlimmere. Ich darf mich einfach nicht so verwirren lassen. Siehste, eigentlich überhaupt nicht schwer die Stelle. Ich hätte mir vorhin den Powerpunkt holen sollen, verdammt. Okay. Dass du kommst, wusste ich auch noch. Und natürlich direkt noch einer. Das war schon wieder ganz schön knapp hier. Ja, danke. Ja, danke, Spiel. Du mich auch. Kam hier nicht wieder irgendwas Trickiges? Ein Sidescroller. Noch einer. Naja, gut. Zumindest haben wir wieder volle Lebenspunkte und unser Gefängnis immer noch nicht gefunden. Da oben war letztes Mal ein Leben, das weiß ich auch noch. Es ist jetzt logischerweise nicht mehr da. Schauen wir mal, was jetzt hier kommt. Natürlich erstmal ein Ball. What else? Da unten scheint nichts zu sein. So, vielleicht noch ein Ball. Die purzeln doch direkt hier runter, oder? Ich habe Angst, dass ich da jetzt direkt reinlaufe. Aber ich hatte Glück. Da unten scheint nichts zu sein. Da kommen erstmal noch ein paar Bällchen. Wofür ist denn diese Wolke da? Waren wir da letztes Mal? Ich glaube ja. Das ist auf jeden Fall gut. Ah, das Leben haben wir gar nicht bekommen letztes Mal. Sieh mal einer an. Was ist da? Da kamen wir her, da unten. Da ist nichts Interessantes. Oh Gott. Ja, genau, unter den Stacheln. Ich meine, das da unten hätten wir auch geholt. Wo wir uns runterfallen lassen müssen. Da ist noch ein Bällchen. Okay. Ich denke mal, dass da unten nichts ist. Ich hoffe es einfach mal. Plums, plums, ein Fotograf. Okay.
Und schnell hier hoch. Das ist ja bekanntlich meine Uhr. Hey, da rechts ging's. Geht's jetzt da rechts oder da links hoch? Da rechts war doch was, ne? Da ist Land. Da ist Land in Sicht. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon waren. Aber viel... Ah doch, guck mal. Aber ich glaube, wir könnten auf der richtigen Spur sein. Ja, sehr gut. Sehr, sehr geil. Dann hätten wir das Problem schon mal gelöst. Jetzt müssen wir nur noch unversehrt zum Ziel kommen. Kann ich hier einfach gut, das sieht ganz gut aus. Und das Leben würde ich auch gern noch finden. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ja, spring halt richtig, Raymond. Ich weiß nicht, ob ich hier hin will wegen dem Leben. Ich glaube ja. Ich glaube, ich will dahin. Oh, Glück gehabt. Ich war mir jetzt echt unsicher, ob hier was war. Was ist jetzt gespawnt? Der Typ, ja danke. War das der Typ? Ne, ich glaube, wir sind einfach... Ne, wir sind nicht weitergegangen. Das war der Typ, der gespawnt ist. Naja, klar, noch einer. Hab ja sonst nichts zu tun, Leute. Lass deine Bälle fallen. Muss der immer seine Bälle begrapschen? Das ist ganz schön ekelhaft. War da unten das Leben? Wo war denn das Leben? Das haben wir jetzt auch wieder verpasst. Aber ich gehe jetzt nicht zurück wegen einem blöden Leben. Das ist es mir dann auch nicht wert. Okay, das war die Welt. Das ist gut. Speichern wir direkt mal. Und dann fehlen uns nur noch hier bei Mr. Stone's Peaks zwei Gefängnisse. Ach, das war das Level. Okay. So, das Gefängnis hier am Anfang hatten wir bestimmt geholt. Ja, sieht stark danach aus. Oh Gott, ich hoffe, ich muss hier nicht jeden Ting holen, um da möglicherweise verborgene Gefängnisse zu holen. Das wäre jetzt auch nicht so gut, aber ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass man das tun müsste. Um Himmels Willen. Schon wieder zwei Punkte verloren, die total unnötig waren. Also total unnötig, sie zu verlieren, meine ich. Ich glaube fast nicht, dass ich die in der Ecke einsammeln muss. Aber ich tue es trotzdem. Unnötigerweise und werde wahrscheinlich dabei sterben. Na komm, lassen wir das. Also da unten ist doch ein Powerpunkt, oder? Das habe ich doch richtig im Kopf. Na, ist egal. Macht gar nichts. So, hier wieder elegant hochfliegen. Ja, da oben könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass was spawnt, aber ist nicht so gewesen. Na gut. Am besten ist es, glaube ich, wenn ich von der Seite hier hochfliege. Genau. Der fliegt im Rechteck. Das kennen wir schon. Hier kamen irgendwo Raben. Oder die Dinger, das geht auch. Vielleicht ist hier oben was. Na, scheiß auf den. Der ist mir zu sehr in der Ecke. Kam hier die Raben? Nee, scheinbar nicht. Dann kommen die bestimmt bei der nächsten Säule. Ja, wusste ich's doch. Da komm mal ran. Der untere ist mir eh egal. An dem kommen wir auch so vorbei. Da hatte ich jetzt mehr Glück als Verstand. Hui. Das Beste wäre, wenn sie hier noch so ein Glitzern versteckt hätten irgendwo, wo man hinfliegen muss, um den Knast zu spawnen, weil hier einfach die Nadeln überall glitzen. Glitzern? Glitzen, genau. Jetzt ist wieder Glitzmarathon auf der A9. Ich glaube, da unten bin ich doch letztes Mal schon drin gestorben, oder? War mir nicht so. Da fliege ich auf jeden Fall nicht nochmal runter. Das war auch sehr schlau. Oh Gott, jetzt muss ich hier einfach weiter. Okay, die Lücken sind scheinbar überall. Kann ich hier einfach so hoch? Ja, das sollte gehen. Da bin ich genau zwischen
zwischen zwei Welten. Ich sollte nicht so riskant spielen. Es könnte mir zum Verhängnis werden. So, da unten das Gefängnis hatten wir auch geholt, oder? Ja, das hätte jetzt spawnen müssen. Da kann ich mich aber auch noch dran erinnern, dass wir das hatten. Okay. Ich wüsste nicht, wo es hier sonst noch welche geben sollte in dem Level. Ach Gott, mein Lieblingslevel. Eigentlich gar nicht so schwer, wenn man das richtige Timing hinkriegt. Früher hatte ich an dem Level immer totale Probleme. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Heute finde ich es eigentlich eher einfach. Einzige Problem, das einem wirklich zum Verhängnis werden kann, ist, wenn man vom Raben getroffen wird und dann ins Wasser fällt, weil man verletzt ist und nicht mehr fliegen kann. Wie so ein Schmetterling, den irgendwelche Kinder angefasst haben, der dann nicht mehr fliegen kann. Naja, immer diese Kinderschänder, das ist ein ganz neues Wort. Kinderschmetterlingsschänder. So, das hatten wir auch schon, das Gefängnis. Alles klar. Und dann bin ich mal echt gespannt auf die... Ach nee, auf die Süßigkeitenwelt, wollte ich sagen. Die Level werden jetzt echt nicht schön. Ich hoffe echt, ich habe hier kein Gefängnis übersehen. Das würde mir nämlich echt zum Verhängnis werden. Also das eine, was hier auf dem Aufweg spawnt, das habe ich auf jeden Fall. So viel weiß ich noch. Da ist jetzt auch nichts gespawnt. Da waren wir letztes Mal schon. Hier irgendwo war doch so ein blödes Männchen da. Da könnte ich hoch, mache ich jetzt aber mal nicht. In der Hoffnung, dass hier noch irgendwo ein Powerpunkt war. Was? Doch war's. Okay, ich wollte schon sagen, habe ich das richtig im Kopf? Zum Glück war es so. Na toll. So, das hier war jetzt der schwerere Teil des Levels. Okay, ich hätte direkt auf der Wolke bleiben sollen. Oh Gott, das war schon wieder mehr als knapp. Und hier kommt doch jetzt der blöde Steinmann. Okay, hier bin ich letztes Mal, glaube ich, nicht lang, weil es mir zu riskant war. Diesmal müssen wir wohl nachschauen, um einen tollen Lebenspunkt zu finden. Ah, es hat sich ja richtig gelohnt, für das Risiko hier zu sterben. Das war's definitiv wert. Siehst du, und dann kommt so ein Scheiß. Ich wusste doch, dass das so ein scheiß Drecksack-Wichser ist. So, da habe ich jetzt mal drauf geschissen. Ich will hier nämlich bloß nicht sterben. Gott, ist direkt wieder das Adrenalin in mir drin. Boah, so ein Scheißkerl wirft einfach seinen Ball nach mir. Als ob ich seine Bälle anfassen will, Igitt. Na gut, hier war doch eine Stelle, da sind wir letztes Mal nicht hingekommen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da noch ein Gefängnis ist. Müsste man noch irgendwo da runterspringen. Weiter hinten. Es will mir hier alles nicht so gefallen, dieser blöde Kerl will natürlich wieder mal nicht sterben. Über ihn drüber springen wäre wahrscheinlich wieder die einfachste Methode. Wenn sich denn mal die Möglichkeit ergäbe. Gott. Ein Problem ist halt, dass ich nur noch zwei Lebenspunkte habe. Einen, Verzeihung. Und das die Sache nicht einfacher macht. Vor allem, wenn er alle zwei Sekunden sich einen Ball greift. Ist denn das für eine Scheiße? Kann ich bitte einfach von hier aus? Okay. Ach nö. Bitte sag, dass der da hinten geblieben ist. Der ist weg. Okay, so geht's auch. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich musste das von hier aus machen, ja. Okay, das Ding hebt ab. Das hält nichts am Boden.
Alles blass und grau. Och nö. Ich hoffe, der Typ bleibt einfach weg. Das würde uns die Sache sehr viel einfacher machen. Okay, also an meinem Timing muss ich noch arbeiten. Ich bin immer noch verstört von der Ballszene gerade. Die hat mich echt schockiert, muss ich zugeben. War ich so nicht drauf vorbereitet. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann schlage ich nicht mal. Ja, jeder hat mal einen Aussetzer. Da müsst ihr durch. Ja, ich weiß, es grenzt an Peinlichkeit hier. Das kommt aber auch immer genau im blödesten Timing überhaupt. So, vielleicht kommt es jetzt besser. Ja, Halleluja. Da ist eine Wolke, okay. Da war unser Timing jetzt trotzdem blöd. Jetzt dürfte es besser sein. Okay. Da oben ist noch was. Ja, genau. Ja, also scheint jetzt nicht so viel gespawnt zu sein. Ich will mir das Leben holen, weil ich echt Angst habe, dass wir hier ein Gefängnis verpassen. Ich habe nämlich echt im Kopf, dass da eins wäre. Ich kann mich auch täuschen. Wäre auch nicht das erste Mal, aber wenn wir schon hier sind, können wir es auch ausprobieren. Ah, komm schon. Das ist jetzt wieder ein dezent blödes Timing. Ja, diesmal könnte es besser werden. Ja, Glück gehabt. Ah, okay, siehste, ich hatte recht, ich hatte recht. Wusste ich's doch. Und ein Leben haben wir auch wieder dazu. Das ist schon mal ganz gut. Eigentlich hätte ich gerne die Goldfaust. Andererseits würde ich auch gerne meine 5 Lebenspunkte behalten. Ach, fuck it. Jetzt will ich den Typen aber auch kaputt hauen. Wenn ich schon die Chance dazu habe. Toll. Ach, wären wir fast nochmal erwischt worden. War vor allem voll nötig, sich die Faust da vorne zu holen. Wenn hier direkt noch eine liegt. Ach, das sind doch solche Mobber. Ich bin jetzt einfach über die drüber, so. Hab keinen Bock auf die Scheiße hier. So, nicht, dass wir... Oh, ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir hier was übersehen. Ach nee, den hatten wir doch schon. Ich wollte da gar nicht rein. Naja, jetzt holen wir uns zumindest noch ein paar Tings. Ach, das war das Level. Nee, hatten wir das schon? Ich weiß gerade gar nicht, ob wir das hatten. Not even so sure. Was? Das haben wir jetzt nicht gekriegt? Ich glaub's nicht. Warte, jetzt ist mein Ehrgeiz geweckt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir das Level echt schon hatten. Wir probieren's einfach nochmal. Ich kann mich zwar an sowas Ähnliches erinnern, aber ich bin mir nicht sicher, ob es genau das gleiche war. Ach doch, da hatten wir doch beim... Genau, da hatten wir doch das Problem, dass wir in den Ausgang gesprungen sind. Bei der einen Perle, weswegen ich die dann zuletzt holen wollte. Ich kann mich erinnern. Egal, haben wir halt nochmal ein paar Tings geholt. Okay, die haben wir noch nicht mal bekommen. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass wir das Level schon hatten. Gut, gut. Ja, genau. Es ist doch sowas Blödes mit den Feuerbällen. Hier übersehe ich hoffentlich auch nichts. Okay. Da unten lasse ich mich mal nicht runterfallen. Ich liebe diese Wolken. Nicht. Das könnte tödlich enden. Kam hier nicht noch welche? Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Jetzt will ich aber nochmal hier hochspringen. Nicht, dass hier ein Gefängnis spawnt, wenn wir diesen Ting holen. Scheinbar nicht. Vielleicht aber hier rechts. Ach nee, jetzt kommt doch die Verfolgung, oder? Das hatte ich ja schon wieder ganz vergessen, dass die auch noch kommt. Oder bald kommt sie. Ich hoffe, wir kriegen vorher noch 10 Tings, bevor wir sterben.
Ach nee, jetzt kommen diese blöden Feuerbälle. Ach nö. Ach nö. Tu das der Not. Ja, mal gucken, ob ich das jetzt noch gut hinkrieg. Also an sich, das Prinzip ist mir immer noch klar, aber trotzdem, ihr wisst, wie es ist. Es ist nicht immer so einfach, wie man es sich vorstellt. Außer diesmal. Oh, nein, 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 nein. Oh. Okay. Wie auch immer. Was war das denn jetzt für ein scheiß Zufall? Also nicht ganz Zufall, weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass hier noch was war. Aber ich wollte hier überhaupt nicht runterrutschen. Ich wollte eigentlich nur nachgucken, ob hier ein Ting war oder so. Alter, hatte ich ein Schwein gerade. Alter, hatte ich ein Schwein. Kann ich da jetzt einfach runter? Ich hab's mir nicht eingeprägt. Hier war der Käfig also. Alter. Das war echt mehr Glück als Verstand. Aber ich freue mich. Das war der letzte Käfig. Alter, kann ich den Hund mal kaputt kriegen? Danke. Ach, guck mal. Ich glaube, ich habe mir noch nie angeschaut, wie die schlafen. Also zumindest jetzt in der aktuellen Aufnahme nicht. In dem aktuellen Let's Play nicht. Fragezeichen, Herzchen. Ach, das sind solche süßen Dinger. So süß. Wie könnte jemand ihnen was Böses wollen? Das ist jetzt irgendwie ein blöder Punkt, um hochzukommen. Wir nehmen mal lieber den hier. Oh Gott. Da hatte ich jetzt echt Glück, dass ich nicht an die Stacheln gerannt bin. Oder geflogen. Die Geflogenheiten hier lassen ja was anderes vermuten. Komm schon. Ah. Okay, so far so good. Okay, hier sind wir erstmal safe. Ach ja, hier war die Stelle, wo dann diese blöden Raben kamen. Gut, wir haben eh alle Gefängnisse, von daher müssen wir gar nicht länger warten. Kamen die Verfolgungsjagden schon? Scheinbar kommen die gar nicht, wenn man den Bosskampf schon gemacht hat. Was ja auch Sinn ergibt. Es war ja... Wie ist denn eigentlich der Typ, Mr. Scobbs? Nee, das war der letzte. Mr. Stone. Ah, Mr. Stone, Mr. Scobbs. Alles dasselbe. So, und jetzt haben wir da einen coolen kleinen Weg da oben. Beim Candy Chateau, und ihr seht schon, oh, Mr. Darks der, Mr. Darks Versteck. Eigentlich habe ich fast Lust, das jetzt noch zu machen. Nee, komm, reicht für diesmal, nächstes Mal wird's richtig spannend. Ja, und das seht ihr im nächsten Video. Macht's gut, tschüss.